Hörst du deine Hörbücher bei BookBeat? Dann ist dieses Video genau richtig für dich, vor allem dann, wenn du neuen Hörstoff suchst. Ich bin der Luis, hier geht's um Hörbücher und heute stelle ich dir unsere besten Top 5 Bestseller Top-Titel vor, die es auf BookBeat gibt. Viel Spaß dabei. Ach ja, aber diesmal, ich mache ja öfter solche Ranking-Videos, diesmal ist es ein kleines bisschen anders. Ich gebe euch so ein bisschen Zeit und ein paar Hinweise darauf, mitzuraten, welche Titel es denn sein könnte, denn der eine oder andere könnte die Titel zumindest schon mal gehört haben, denn es sind einige dabei, die ich hier schon öfters vorgestellt habe. Also vor allem, wenn du hier öfters zuguckst, kannst du ja mal ein bisschen mitraten. Jetzt hat viel Spaß beim Video. Platz Nummer 5 ist ein Fantasy-Buch, das von Markus van Reinbold gelesen wird. Das Ganze ist in einer Fantasy-Welt, die sehr an die Antike der richtigen Welt erinnert und spielt dort vor allem in einer Stadt, in einer Metropole, die so ziemlich die letzte Metropole auf der ganzen Welt ist. Warum die letzte Metropole auf der Welt? Denn Bestien suchen das ganze Land, haben die ganze Welt und haben so ziemlich alle Menschen ausgerottet, die es so gibt. Hast du jetzt schon erraten, worum es geht? Natürlich um Bestias, die Bestienchroniken Teil 1 von Greg Walters. Das Ganze handelt von vor allem 4 Außenseiter-Charakteren, die so alle ihre eigenen Typen sind, sozusagen, und die sich aber zusammenschließen, um eben eine Mission zu erfüllen, könnte man sagen. Und vor allem kommt nach und nach dann so ein bisschen raus, warum das Ganze mit diesen Bestien so schief gegangen ist und warum es da diese Kuppel gibt um Kohl, die dann eben auch die Bestien abhält. Und was hinter Kohl denn sonst noch so steckt, diese Metropole hat nämlich so das ein oder andere Geheimnis, was vielleicht auch dunkler ist. Platz Nummer 4, eine Dystopie, gelesen von Uwe Teschner und Vera Tels. Vielleicht ist das schon Hinweis genug für die eine oder andere, aber ich will euch trotzdem noch weitere Hinweise geben. Es geht nämlich um eine Zombie-Apokalypse, die in Europa ausbricht und in Europa stattfindet. Es finden sich dann sozusagen ein paar Fremde zusammen auf einer Insel. Sie stranden dort, auf Mallorca nämlich, und versuchen dann gemeinsam zu überleben. Klar, es handelt sich natürlich dabei um die Gestrandeten von Dinko Skopjak, Anno Initium Teil 1. Mittlerweile gibt es da übrigens 3 Teile, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Die Geschundenen ist nämlich erst vor kurzem erschienen. Zombie-Apokalypse vom Feinsten, intelligent geschrieben und mit viel Humor, eine absolute Hörempfehlung von mir. Auf Platz Nummer 3 befindet sich ein Hörbuch, gelesen von Markus J. Bachmann, und es handelt von dem Ende der Menschlichkeit. Konkret gesehen geht es darum, dass eine KI im Grunde alles in der Zukunft beherrscht, sogar das Justizsystem, und eben auch sozusagen dafür sorgt, dass sie durchgesetzt wird, was diese KI als gerecht empfindet. Naja, sie hat dementsprechend ein paar Gefängnisse und eins davon ist das Loop. Klar, und damit ist der Hinweis schon gegeben, es handelt sich natürlich um The Loop von Ben Oliver. In The Loop ist alles immer gleich, jeder Tag läuft gleich ab, und unser Protagonist, der leidet darunter natürlich. Er ist nämlich in diesem Loop eingesperrt und ist auch zum Tode verurteilt worden. Was das Ganze noch unangenehmer macht, in The Loop gibt es immer mal wieder so Energieernten, die sozusagen das Leben aus den Leuten raussaugen, und das macht das Ganze nochmal unerträglicher. Außerdem gibt es immer wieder so Experimente an Menschen, alles nicht so schön, aber irgendwann passiert dann eben was diese Loop, also dieses Gefängnis, auch so ein bisschen stört, und dann geht es sozusagen mit dem eigentlichen Abenteuer erst richtig los. So, kommen wir zu Platz Nummer 2, die Silbermedaille sozusagen, geht an ein Hörbuch, das von Robert Frank gelesen wurde. Ich will gar nicht zu viel erzählen, denn es geht dabei um den 6. Teil einer Reihe, die sehr, sehr beliebt ist und die mit einem 7. Teil abgeschlossen sein soll. Es handelt sich dabei um Fantasy und wir haben immer mal wieder Harry Potter und Herr der Ringe Einflüsse dabei. Hast du jetzt schon erraten, worum es geht? Klar, es geht um die Alaburg, nämlich die Farbseher-Saga Teil 6, das Vermächtnis der Alaburg, geschrieben von Greg Walters. Teil 7 ist übrigens für den Sommer 2022 angekündigt, es soll also noch dieses Jahr zu Ende gehen mit dieser Reihe und damit eben ein sehr großes Kapitel, gerade auch in der Schaffensperiode von Greg Walters, wird damit abgeschlossen. Naja, und wenn wir schon beim Thema sind, kommen wir gleich zu Platz Nummer 1. Das war der erste Hinweis. Der zweite Hinweis ist, es ist ebenfalls gelesen von Robert Frank, was hier sich befindet. Man könnte sagen, dass dieser Teil der Auftakt zur abschließenden Trilogie einer sehr, sehr langen Reihe, einer sehr, sehr üppigen Reihe ist. Es handelt sich um Fantasy und es handelt von ein paar Helden namens Like, der ein Mensch ist, ein Zwerg namens Morla, ein hinkender Ork namens Ylia und ein übergewichtiger Zwergelbe namens Flix. Es handelt sich dabei nämlich um den 5. Teil der Farbseher-Saga, nämlich der Orden der Alaburg. Geschrieben von Greg Walters, gelesen von Robert Frank.
ist das der Auftakt eben zur abschließenden Trilogie. Abschließende Trilogie deshalb, denn es gibt einen Zeitsprung von 5 Jahren zwischen dem 4. Teil und dem 5. Teil und die vermeintlich gebannte Gefahr im 4. Teil ist natürlich noch nicht ganz gebannt. Die Helden können also noch nicht in den Ruhestand gehen und müssen nochmal zusammenarbeiten, um die Welt sozusagen zu retten. Dumm nur, dass sie alle zerstreut sind, das heißt, da fängt die Story erstmal wirklich richtig an. Alle sind zerstreut 5 Jahre nach den Ereignissen von Teil 4 und müssen sich erst wieder zusammenfinden. Übrigens werden Teil 1 bis 4 von Markus von Reinbold gelesen, also daher rentiert sich auch auf jeden Fall mal reinzuhören und sich die natürlich zu geben, bevor man mit Teil 5 und 6 und dann den abschließenden 7. Teil weitermacht. Neben Bayerwende lässt sich die Reihe auch sehr gut zum Einschlafen anhören. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann habe ich hier schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir natürlich mal hier oben, aber auch in der Videobeschreibung. Schau da also mal nach. So, jetzt habe ich euch viel erzählt. Was ich jetzt von euch wissen möchte, ist, wo hört ihr eure Hörbücher an? Seid ihr BookBeat-Kunden oder geht ihr dann doch lieber zu Audible oder hört ihr einfach über Spotify? Schreibt es mir mal in die Kommentare, lasst uns mal so ein bisschen austauschen. Ansonsten hoffe ich, du hattest Spaß bei diesem Video. Gib mir einen Daumen hoch, wenn es so war. Denkt dann zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und schau doch auch mal bei uns im Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es auch immer ganz, ganz vielen coolen Content. Ihr seht da auch ab und zu mal mich. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Das war's dann von mir. Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, Ciao und Servus.